Los! Lauf! Äffchen! Boah, war das knapp. Na. Gute Beinarbeit. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Sie war hübsch, aber im Weg. Okay, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Okay. Lass mich raten, die Dinger müssen irgendwie... Alles klar, damit fängt's an. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Controller geht voll ab. Ist gerade voll am... vibrieren. Gut. Jetzt links und rechts wahrscheinlich. Erst die Seiten zuerst. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. 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 Tut das weh? Nee, ne? Ist nur Licht. Okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Da muss ich noch nicht hin. Da kann ich nicht hin. Aber ich kann theoretisch von da nach da springen. Und von da nach da, um das Ding da runter zu holen. Das mach ich doch gleich. Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Ah. Okay. Also noch nicht machen. Aber ich kann wahrscheinlich hier rüberspringen. Ja, da. Nein. Hier rüberspringen. Da. Dann noch mal eins nach oben. Nein. Und dann hier rüber. Nein! Och! Lara, was sollte das denn? Okay, es war mein Problem. Ich wollte den Beschleunigungsknopf drücken, habe aus Versehen B gedrückt und bin dann runtergesprungen. Okay. Ups, das, ich dachte, die hält sich da fest. Ich dachte, die Lara hält sich da noch fest. Entschuldigung. Jetzt kann ich den ganzen Bug. Ah, nee, warte mal. Ich dachte schon. Oh, die schöne Statue. Sie war, hübsch, aber im Weg. Wir wissen, wer die deutsche Synchrosprecher, der deutsche Synchrosprecher von Lara Croft ist. Muss ja schon echt cool sein, wenn du dann so Brötchen, Brötchen oder so bestellst. Oder so und hast dann irgendwie so eine berühmte Stimme, die. Wow! Die man erkennt. Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir ich hab mal so eine. So ein Interview angeguckt. Von den ganz berühmten Synchrosprecher aus Deutschland. Wie sie halt so gesagt haben, ja, wie die Synchrostimme ihre Dingsbums beeinflusst. Ihr Real Life sozusagen. Das war eigentlich voll, voll lustig. Weil dann hatten wir diesen, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, den Synchrosprecher von SpongeBob. Das war dann halt irgendwie schon lustig, weil der hat dann so erzählt, ja, die Frage daraufhin beeinflusst deine Rolle von SpongeBob als Synchrostimme dein Leben. Ja, es kommt schon ab und zu mal vor, dass es dann so Leute gibt, die dann sagen, dass es dann gerade so Kinder gibt, die dann... Du solltest dich eigentlich nur... Naja, die dann zu Ordern. So manchmal. Hübsch, aber im Weg. Ist es schon lustig? Dann bist du dann beim Bäcker und bestellst deine Brötchen. Und dann kommen dann so die Kinder an und sagen: Du,
bist du denn SpongeBob? Oder so ganz mit verlegener Stimme mit SpongeBob. Ja, der bin ich. Das ist voll lustig. Und ja. Da wurden halt berühmte Leute mal so ein bisschen. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Wie heißt's? Ein bisschen be. Ah, das mit dem Sound haben sie ein bisschen beschissen gemacht. Naja, auf jeden Fall hat er dann so erzählt. Haben die dann so erzählt, ja, sie werden schon manchmal erkannt von Fans. Und ich meine, war das so eine richtige Synchro-Stimme, die jeder Arsch kennt. Und wirst halt darauf angesprochen, weil die Leute bei den Synchros wissen die Leute halt ja nicht, wie du aussiehst, weißt du? Und von daher ist das immer so ein bisschen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das lustig ist. So hoch komme ich. Hierhin komme ich auch. Dann gehe ich halt hier runter. Fertig. Hallo, Lara, danke. Na, geht ja noch. Also man sieht, Steuerung ist genau das Problem. Das ist ein größter Feind hier. Naja, auf jeden Fall, fände ich das ziemlich lustig. Stell mal vor, du hast dann so die deutsche Synchro-Spreche von Dragon Ball Z, Goku oder was weiß ich. Da hätte ich dann so einfach ganz normal Brötchen bestellt. Und du weißt das. Ist doch cool. Jetzt will ich aber gleich nochmal Pipi machen. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. So, jetzt aber nochmal kurz Pipi machen. Und dann machen wir weiter. Da bin ich wieder. Boah, Leute. Ich habe letztens für die Freunde unter euch, der Aldi hat die Dinger gerade im Angebot. Und zwar habe ich letztens so ein Retro-Dingsbums gesehen. Vielen Dank für das WB. So ein Retro-Süßkram-Gedöns. Und da kam ich auf die tolle Idee zu gucken, okay, könntest du eigentlich mal, jetzt haben wir wieder Bock auf Schokolinsen. Und war eigentlich ganz cool. Was ist es? Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Artus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Naja, auf jeden Fall
War ich halt letztens unterwegs, wollte mir unbedingt diese Schokolinsen besorgen. Weder der Rewe, weder der Lidl, noch der Aldi hatten die. Seht sie euch an. Mitbewohner schreibt mir dann eine SMS. Ja, ich bring dir ein Päckchen mit. Der Aldi hat gerade Schokolinsen im Angebot. Geil. Habe ich mir für 99 Cent das Päckchen, habe ich mir gleich 10 Päckchen gekauft. Bekannt vor. Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Und deswegen habe ich von diesem Päckchen ganz viele. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Laura. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Okay. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Man hätte ja auch leicht machen können. So langsam kommt die Erinnerung wieder zurück an das Spiel. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich in dem Sprung verplempert habe. In der Lara, warum hältst du dich nicht an dem Ding fest? In dem nächsten Level habe ich sehr viel Zeit verschwendet. Nein! Ja, super. Weil der Graf zu blöd zum Steuern ist. Verkackt er ständig seine Midi-Packs. Justin hat sich das ältere Tomb Raider gewünscht, jetzt ist er weg. Dass die Kamera sich permanent bewegt, das ist mies. Das ist das, was abfuckt. Was sollte das denn, bitteschön? Habe ich jetzt wenigstens mein Medipack wieder. Aber trotzdem, es kann doch nicht sein, dass man das haargenau treffen muss. Boah, das war knapp. Also irgendwie haben die das mit der Steuerung hier ein bisschen verkackt. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht ganz... dass die irgendwie was geändert haben. Zu der originalen Version. Und dass sie damit die Steuerung... sichtlich verschissen haben. Ich kann nicht sehen. Das habe ich jetzt verkackt. Aber optisch muss ich sagen, bin ich so, habe ich gedacht, okay, bin ein bisschen rechts zu weit weggesprungen von dem Seil, weil sich das Ding halt auch bewegt. Und dann wurde diese Greifanimation nicht getriggert. Und damit haben sie es halt verschissen. Nein. Also, wenn ich hier ranspringe, verkacke ich. Das bedeutet, ich muss irgendwie hier ranspringen. Dann kommt die Greifanimation. Ich kann nicht sehen. Du? Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück? Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht zu blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war nass. Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist. Über diese glitschigen Felsen und...
Ihr Lümmel. Ja, wenn man schon Granaten hat, dann kann man es auch benutzen. Und vor allem habe ich sie ja wiederbekommen. Da will ich eigentlich nicht hin. Muss ich aber. Stimmt, da kam ich ja nur zurück. Ich höre nichts mehr von Ihnen. Vielleicht ist Ihr Funkgerät aus. Oder Sie schlafen. Vielleicht machen Sie einen. Das war vielleicht dumm von mir. Hallo Lara, durchspringen, danke. Dankeschön, dass ihr mir hier ein Seil dagelassen habt. Ja, ich muss da durch. Hier gibt es aber sonst nichts Besonderes, ne? Ich meine es. Jo. Toll. Links. Es ist eigentlich dumm. Hier, die Treppen kann sie nicht hochlaufen, weißt du? Das geht nicht, aber hier. Ich weiß nicht, ob ich das toll finden soll. In die Eier. In die Eier Weihnachtsfeier. Hallo, danke. Wie ein Frosch. Rabbit. Boink, 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 boink. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Oh, du Ratte. Kann auch mit Granaten schmeißen. Pimmel. Ja, natürlich. Ich bin Geschichte. Wenn du mich noch einmal... Alter, wenn du meine Lämmer noch einmal Schlampe nennst, kacke ich dir in deinen scheiß Helm und lass dich ersticken. Richtig schön. Noch in der Leitung? Ja. So eine Mistsau. Verstecken. Da kommt jemand. Hallo. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Aha. Alles klar, dann wollen wir den.
Weiter geht's. Yo. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert für den Yakuza nicht. Aber lass ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Alles klar. Lara, Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Okay, Hino auf einer Party mit einem Abendkleid. Alles klar, wissen wir Bescheid. what? Obwohl, ich glaube nicht, dass die Hino entweder so ein Kleid... Es ist eigentlich komisch, dass sie alle dasselbe Kleid haben. Oder fast. Und die Lara halt irgendwie so ein Kleid hat. Kann ich noch mit anderen Leuten quatschen? Nee, ne? Da komme ich auch noch nicht rein. Später erst. Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Am Ende der Halle. So. Das glaube ich dir. Muss nicht. Muss ja nicht so freizügig sein. Aber ich glaube, in der Gesellschaft ist das normal. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo Tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Also wenn man schon eine Party gibt, dann sollte man sich auch unter das Volk mischen. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Alles klar. What? Okay, Gino zieht sich um. Yo! Jo. Macht unsere Hino übrigens auf das. Wenn sie auf eine Party geht, erstmal aufräumen. Wo hast du die denn her? Regel Nummer 1. Gehe nie mit leeren Händen auf eine Party. Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl.
Arigato, Gozaimasu. Oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Es ist eher Unterwäsche, Lara. Und nichts, wo man auf eine Party hingeht. Kommt drauf an, was für Pläne man hat, aber... Naja, man kann es auch übertreiben. Entschuldigung, Ino, dass du diesbezüglich jetzt ein bisschen herhalten musst. Aus für Schmerzen. Du bietest dich halt geradezu an. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Ein Motorrad auf dem Dach. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Es muss im ersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Dafür schickt dir Nishimura eine Rechnung. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Jo. Ja, ich hab doch nur ein bisschen Bum-Bum gemacht. Ein kleines Fröschchen. Quack, quack, quack. Rabbi-rab. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Wenn du da runterfällst, Lara. Ist aber... Hauer, bo, hauer. Ja, der Buddha. Tja, ich... hier was ziehen, das ist ganz gut, aber bringt das was? Ne, okay. Ich werde erstmal die Waffe wechseln. Noch ein Jadebuddel. Haha, Hongkong. Was zum Teufel hast du vor, Lara? Hör dir das an. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Sei bloß vorsichtig, zur Straße geht es verdammt weit runter. Hast du den Verstand verloren? Ups. Das ist voll gegen die Wand geklatscht. Sei bloß vorsichtig, zur Straße geht es verdammt weit runter.